Hallo zusammen, herzlich willkommen, liebe Freunde der langen Latenz auf YouTube. Entschuldigung. Damit meine ich übrigens nicht, dass ihr eine lange Latenz habt. Guckt einfach mal in Superland rein, da habe ich es dann erklärt irgendwo. Weil ja zwischen Aufnahme und Zeigen eine gewisse Latenz besteht. Nicht, dass jemand falsch versteht. Irgendwie so. Warum steige ich jetzt aus? Ich habe auch eine lange Latenz, aber das meine ich jetzt anders. Okay. Wir wollen mal runtergehen. Wir haben ja zufällig was entdeckt. Ach nee, ich wollte erst Kupfer und Titan einsammeln, ne? Das wollte ich. Das machen wir. Ich darf mich aber nicht weit von hier entfernen. Lass uns mal Kupfer und Titan eben finden. Ich will eine Boje bauen. Ich will definitiv eine Boje bauen. Und wie ich das will. Ich glaube, hier ist aber nur Gold, ne? Das ist das Problem, ne? Hier ist nur Gold. Das ist schlimm, wenn man so im YouTube-Reichtum lebt. Nur Gold und so. Und die billigen Sachen, die hat man gar nicht mehr zu Hause. Ah, da ist was. Ein Titan. Gibt mir noch ein Kupfer. Da. Jawohl. Ja, eventuell. Auch nochmal ein Titan. Ein Kupfer. Ich glaube, jetzt ist... Nee, ist noch nicht voll. Was bist du? Hammer schon. Ich will eine Boje bauen. Wenn denn diese Schränke in diesem Gefährt wenigstens mal größer wären, ne, dann hätte ich mir auch ein Schrankabteil gemacht oder mitgenommen. Aber die sind halt so winzig, die Schränke. Das lohnt sich quasi gar nicht. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ich mir eben eine Boje mache, damit ich später mal wieder finde. Nicht wieder dieses Geräusch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Diese quietschende Tür hier. So viel Pech kann man doch nicht haben. Da muss doch jetzt mal Kupfer drin sein. Dankeschön. Wo ist die Seebahn? Da unten. 30 Seconds. Ja, ja, jetzt hören wir mal nicht. Kannst du nicht eine Sektion vom Zug stehen lassen? Stimmt, das hätte ich auch machen können. Das wäre durchaus eine gängige Methode gewesen. Dankeschön. Guter Tipp. Ja, Oxygen, so. Zack. Aber funktioniert jetzt ja. Wir können uns hier unsere Signalboje jetzt bauen. Halt's mir mal. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Einfach mal die Sektion da stehen lassen. Wo ist es denn? Hier unten, ne? Dann stellen wir hier mal die Boje jetzt raus. Tor. Ich bin mal gespannt, was das für ein Tor ist. Erstmal ramme ich gleich die Boje. Nein! Ich nicht Shift drücken jetzt! Das ist nicht gut. Oh Mann! Ich drücke immer Shift in allen Spielen. Ob es geht oder nicht. Ja, das ist neu. Das sieht cool aus. Ich komme da gar nicht mit der Seebahn rein, ne? Nee. Oder? Ich glaube ja nicht. Okay, das ist Strom. Verdammte Axt. Echt, ich muss draußen bleiben. Ach. So viel kann ich gar nicht mehr aufsammeln. Ärgert mich doch, dass ich keinen. Naja. Schaut sehr neu aus. Das würde ich auch so sagen. Sieht das schon mal ganz geil aus. So, wir machen Fotos.
Scheiße, Seemann noch nicht reinkommt. Vielleicht können wir das unter Strom mal wieder setzen und dann das Tor aufmachen. Das sieht ja zum Beispiel auch so aus, als würde ich da rein wollen. Nee, das sieht nicht so aus, als würde ich da rein wollen. Oh, ein bisschen leblos gemacht, ne? Was bist du hier? Ein Greifarm. Echt? Mit so einem dünnen Seil? Okay, kann man irgendwas mit dir machen? Nee, du bist Deko. Hier ist ein Fahrstuhl, glaube ich, oder sowas ähnliches. Ist aber auch noch nicht an. Display hat aber schon Strom. Titan. Zum Abbau dieses Rohstoffes ist eine Spezialausrüstung erforderlich. Definitiv einen Fahrstuhl. Ja, ich weiß. Pass auf, ich glaube, wir werden hier für die Hochleistungsflaschen brauchen. Ich habe zwar zwei Stück hier, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Das sieht aus, als würde es noch weiter reingehen. Und wir wollen uns ja auch ein bisschen umschauen. Das heißt, erstmal taktischer Rückzug. Und wir bauen uns jetzt, wir haben die nicht grundlos gefunden, die Modifizierungsstation. Die haben sie ja nicht ohne Grund angebaut. Wir machen das. Wir bauen uns jetzt die Hochleistungspressluftflaschen. Das ist am besten, glaube ich. Also auf nach Hause und dann will ich da unbedingt nachgucken, was es da auf sich hat. Gut. Wir müssen dahin. Da bin ich mal gespannt. Dann macht es Rums und das Tor ist zu. Du hast nach Rubinen gesucht. Ich habe da mittlerweile so viele Rubine. Ich habe auch zwischendurch noch zwei aufgenommen. Ich habe die Rubine in der Tür gesehen, aber warum soll ich die jetzt nicht mit auf? Warum soll ich die mit aufnehmen? Ich brauchte zwei Rubine für den Teleporter. Ich habe noch vier oder fünf Rubine jetzt insgesamt. Ich glaube gerade nicht mal, dass ich die brauche. Da kommt bestimmt noch mehr, das bleibt nicht so lieblos. Das glaube ich auch, dass da noch mehr kommt. Das glaube ich auch. Richtig interessant wird es, wenn die Story erstmal drin ist. Dann wird es interessant. Aber nach wie vor, vielleicht warte ich auch einfach irgendwann mal ab mit Subnautica. Und pausiere das dann bis die Story. Also momentan macht es mir einen halben Spaß. Deshalb sehe ich gar nicht ein, warum ich das jetzt pausieren sollte. Aber es kann durchaus mal sein, dass wir das machen. Dass wir dann sagen, okay, pass auf, gucken wir uns im Oktober nochmal an. Wenn dann alles drin ist. Weil es ist natürlich schon ein bisschen verwirrend, dass man jetzt die ganzen Gebäude und das alles schon sieht. Und aber noch nicht. Ich finde es ganz okay. Also, dann kriege ich die Story halt später. Das ist in Ordnung, aber wie gesagt, manchmal verwirrend vielleicht. So, das brauchen wir jetzt erstmal. So, Modifizierungsstation. Wo bist du? Innenmodule. Jukebox Lautsprecher. Nee, echt jetzt? Okay. Ein Schild. Ein Wegweiser mit veränderbarem Text. Computerchip, Titan, Diamant, Blei. Computerchip. Brauchen wir Kupfer? Wir brauchen drei Gold, glaube ich. Packen wir das hier mal eben ein. Und Kristalle und Co. Guck mal, siehst du, wie viele Rubine ich habe? Das ist einiges. Habe ich nicht noch,
nämlich keine Tischkorallenproben mehr. Brauchte ich die nicht für einen Computerchip? Boah, echt jetzt? Brauchte ich. Ich dachte, ich hätte noch welche gehabt. Gut. Habe ich anscheinend doch nicht. Dann holen wir uns mal eben ganz kurz was davon. Das kommt alles weg hier, obwohl die... Nee, das brauche ich auch nicht. Du kommst weg hier, dich esse ich jetzt nicht. Also mal eben schnell runter Tischkorallenproben holen. Ja. Du gehst auch mit. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und finde direkt welche vor der Tür. Kann ja sein. Wow, die ist aber mit Tempo runtergegangen, was? Hier war noch mehr. Das war nicht nur die beiden. Boah, die sind ja aber richtig mit Tempo gesungen. Wie ein Stein sind die gefallen. Aber wo sind sie jetzt? Hier war noch ein oder zwei mehr. Schade, die sind so wichtig. Ich sehe sie gerade nicht mehr. Vielleicht auch durch den Boden gerutscht. Man weiß es nicht. Okay, da stimmt was nicht mit. So schnell wie die runterfallen, stimmt da aber was nicht mit. Die kannst ja gar nicht mehr aufsammeln jetzt. So schnell wie die fallen. Es kommt mir aber nicht ganz geheuer vor. Hier. Also einer fällt immer drauf und einer fällt durch. Ah, da ist sie. Oh shit! Nein! Wie ärgerlich. Ach, ich hab das immer so ein Glück. Warum denn jetzt nicht? Sauerei, ey. Gerade wo die Dinger fallen wie ein Stein und die so schwierig sind einzusammeln. Aber doof gemacht mit diesen Tischkorallenproben. Ne? Also die fallen ja wirklich wie ein Stein runter. Normal ist das nicht. Ja, komm, die werde ich jetzt mal ganz für mich kriegen. Nee, einer ist direkt durch den Boden geglitscht. Habt ihr das gesehen? Eins ist direkt durch den Boden geglitscht hier. So was Doofes.
Das ist ungünstig. Ich hätte jetzt, die beiden würden mir schon reichen, aber ich hätte jetzt ganz gerne doch nochmal irgendwie eine mehr aufgesammelt, weil... ja, der ist direkt durch den Boden geglitscht hier. Der ist hier irgendwo drin verschwunden. Schade. Du kriegst jetzt nur noch zwei Stück aus jeder Tischkorelle raus. Okay, gut, ein paar haben wir ja. Schade, dass wir die nicht anbauen können. Also es wäre jetzt mal wirklich notwendig, dass man die anbauen kann, ne? Achso, ja, was zu trinken wollte ich mir noch mitnehmen. Das können wir mal eben machen, um ein bisschen was zu essen. War hier nicht noch einer? Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause. Jetzt ist klar, wie wir sein Inventar aufräumt. Ach was. Und ärgern und ärgern und ärgern. Eine Anlehnung an Otto. Das war noch beim Skat, ne? Oder? Das und ärgern und ärgern und ärgern. Ich glaube, das war Otto beim Skat, ne? Ich bin dafür, dass ich mal eben ein paar Batterien auflade. In der Zeit. Das können wir ja mal eben machen. So, die beiden da sind schon wieder voll. Weil ich will ja eigentlich unten in dieses coole Dings da rein, ne? So. Okay, jetzt müssen wir hier unsere Sachen wieder rausnehmen. Computerchip. Und mischen, genau, ja. So, was braucht ihr jetzt dafür? Ein Diamant, ein Blei, ein Kupfer und ein Blei. Ich hab doch, ein Blefel ist doch Blei. Ja, im Blefel ist Blei enthalten. Stellen wir die mal dahin erstmal. So. Hallo? Es gibt einen Bug, ich kann jetzt die Taste nicht mehr wechseln. Ah, ich muss einmal rechtsklicken. Das gehört ja jetzt nicht, ich brauche unbedingt, wenn es wieder Pilze gibt, kommt wieder auch mein guter alter Piralle-Schrank zum Einsatz. Aber jetzt gerade gibt es kein Piralle. So, was können wir hier machen? Wir können ein Messer, Thermalklinge machen. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Das wäre ja gar nicht so blöd. Ach du Schande. 4 Lithium. Ich weiß nicht, ob ich 8 Lithium habe. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Boah, ey, so ein Glück, ey. 8 Lithium. Wir machen erstmal nur eine. Mal gucken, nachher nehme ich noch mehr Inventarplätze ein. Das weiß man ja nicht genau. Ja. Die nimmt noch mehr. Okay. Also das bringt mir vor 135 Luft. Wieso ist die denn jetzt leer? Achso. 135 Luft, das sind 225 Luft, das ist eine ganze Menge mehr. Ach komm, Lithium finde ich immer mal wieder. Wir bauen uns eine zweite davon. Das nimmt zwar echt jetzt Platz weg, aber... entweder will ich da gleich extrem tauchen machen oder ich will es halt nicht, ne? Also eigentlich hatte ich ja nur 180 Sekunden zusätzlich. Ich habe ja noch einen gewissen Grundvorrat. Ich habe ja sowas ähnliches wie eine Lunge. Deshalb weichen die beiden Zahlen voneinander ab. Ich komme mit den ganzen Gedichten gar nicht hinterher. Seht es mir nach. So, erst ein Bodenfiltrierer und so schmeckt auch. Ich finde die Texte immer noch gut. Einmal schnell was essen.
Nee, dann essen wir noch was. Ich möchte schon... Achso, kein Strom mehr. Ah, das ist natürlich ungünstig, dass wir keinen Strom mehr haben gerade. Und es ist nachts, ne? Das heißt, wir kriegen jetzt auch keinen Strom. Pass auf, dann nehmen wir das Ding mit und dann können wir uns herunterhungern. Das brauche ich nicht. Körperwärme habe ich genug. Cookie, vielen lieben Dank für den Host. Einen schönen guten Abend an dich in deiner Community. Hallöchen. Anaxagoras. Hallo. Guten Abend. Das Gold lassen wir mal hier. Nehmen wir das mal mit. Der braucht auf jeden Fall eine volle Batterie. Das Reparaturkit kommt auch mit 33% hin und der Scanner, den geben wir auch mal eine volle. Ich lasse mich davon doch jetzt nicht aufhalten hier von solchen Kleinigkeiten wie kein Essen oder sowas. Und weißt du was? Wir können uns trotzdem noch was pökeln für unterwegs. Ist gar kein Problem. Wir haben hier drin ja was. Und jetzt nehme ich aber doch das, das Lagerabteil mit. Wir müssen ja nicht so weit weg, aber vielleicht können wir was lagern. Warum zum Geier bin ich denn so wahnsinnig langsam damit? Sonst bin ich doch nicht so langsam. Ist ja irre. So und go. Für die YouTuber befürchte ich allerdings auch schon wieder irgendwann einen Cliffhanger, weil ich wollte so bis 25 aufnehmen. Und dann sind wir wahrscheinlich gerade da, wo wir drin waren, ne? Da kam jetzt wieder ein Update, habe ich das richtig mitbekommen? Ja, Cookie, kam Update. Du lässt dich gerade gewaltig spoilern. Wir fliegen gerade auf eine wichtige Sache vom neuen Update hinzu. Aber es gibt neue Räume, es gibt neue... Was zum Geier ist das denn? Neue Gegenden, neue Gebäude zum Einscannen und Story habe ich noch nicht gesehen. Es gibt eine ganz überraschende neue Sache, die ich dir jetzt nicht sagen werde. Was es ist, das wirst du dann sehen. Du könntest auch mal auf die Insel gehen zum Beispiel. Lohnt sich. Ich habe zum Beispiel direkt eingenässt. So zu sagen. Nee, da müssen wir wohl noch weiter. Flattermaus, schönen guten Abend. War das so weit weg oder fahre ich nur in die falsche Richtung? Ah nee, ist genau unter mir hier, ne? Und man kann jetzt endlich die Modifizierungsstation finden, um sich dann diese Hochleistungspressluftflaschen zu bauen. Das ist sehr gut. Und die habe ich auch in der Tasche jetzt. Hey, Chevella, Pfötchen! Abend! Lass mal Licht an. Ach nee. Ach, warum? So. Ich wollte mir noch was kochen eben, sicherheitshalber. Ich glaube, den koche ich aber. Den pökle ich jetzt nicht, den koche ich direkt. Aber wenn ich den pökel, dann macht der auch nur durstig dann. Mal so bringt mir das wenigstens noch ein bisschen H2O. Und nein, spinnt. Du spinnst ja, du spinnt, du. Das nehmen wir mit, das brauchen wir nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Das behalten wir alles. Dann gehen wir nochmal rein. Ja. Mal schnell Angst trinken. Passt. Speichern, gute Idee. Speichern. So, wir sind jetzt zwar bei 24 Minuten, insofern, ich verabschiede mich erstmal aus der Aufnahme. Es hat schon seinen Grund, warum es nur jeden zweiten Tag Rapnodea gibt, weil ich sonst auch gar nicht hinterherkomme, sag ich mal. Deshalb habe ich mir das wohl überlegt, dass du es nicht täglich machst. Und es tut mir leid, dass wir jetzt in dieser Folge noch nicht drin waren, aber
ihr seht es dann. Bis dann. Tschüss.